Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt seht ihr mich endlich mal wieder. Es ist jetzt auch schon fast 1,5 Wochen her. Das Problem ist halt einfach, ich versuche momentan ja eben diese Vlogs zu machen und dann bin ich noch am Arbeiten. Mit diesem Video, das wird ein kleiner Versuch und ich hoffe, es wird euch nicht zu langweilig, dieses Video, denn ich versuche einfach mal, mich im Alltag zu filmen, aber versuche es trotzdem in einer Art Vlog sehr abwechslungsreich und spannend für euch zu gestalten, auch wenn eigentlich der Alltag jetzt nicht so besonders ist. Und wie heißt es so schön, 4 Augen sehen besser als 2 Augen, deswegen würde ich mich einfach mal freuen, wenn ihr unten drunter schreibt, wie ihr das fandet. Es hilft manchmal immer, weil manchmal ist man wirklich so betriebsblind und sieht manche Sachen nicht, was man vielleicht besser machen könnte. Deswegen unten drunter schreiben und ich hoffe einfach mal, dieser Vlog wird was, dann werdet ihr auch öfter was von mir sehen. Erstmal morgendlicher Gang auf den Balkon. Was ich noch vergessen habe zu sagen, wundert euch nicht, ich probiere jetzt gerade mit dem Autofokus ein bisschen rum. Ich muss mich da ein bisschen dran gewöhnen, also es kann sein, dass es teilweise unscharf ist. Erstmal hier die Erdbeeren, da hat sich echt nicht viel getan. Schade, also ich glaube, die werden dieses Jahr wirklich nichts mehr. Das ist jetzt neue Petersilie, die alte Petersilie ist mir komplett kaputt gegangen, schade. Dann haben wir hier, wie ihr seht, Ingwer, der wächst richtig schön, also der macht sich wirklich gut. Hier habe ich auch nochmal Ingwer. Das war Ingwer, den wir in der Küche liegen hatten. Der hat schon angefangen zu sprießen und bevor er kaputt geht, habe ich den hier eingepflanzt. Genauso wie hier, das ist auch Ingwer. Hier seht ihr meine Mango. Die macht sich richtig gut. Hier haben wir den Dill. Der Dill, das ist noch der alte Dill, der muss ich jetzt wieder erholen. Der hatte Läuse. Den habe ich jetzt mit Spülmittel, Wasser und Spülmittel 2 Tage gegossen gehabt. Beziehungsweise übersprüht und jetzt sind die Läuse weg. Jetzt muss er sich wieder erholen, aber er sah schon viel schlimmer aus vorher. Dann geht's weiter. Und zwar mit der Petersilie. Die macht sich jetzt nicht so ganz so toll. Die meisten Triebe sind hier alle schon eingegangen. Lauter Fliegen. Hier wächst noch ein kleiner Trieb raus. Und der Trieb hier, der macht sich eigentlich ganz gut. Muss man mal abwarten. Ich hoffe, das bleibt so. Was sich aber richtig schön macht, das ist der Blattkoriander. Also da bin ich echt stolz drauf. Da habe ich auch schon ein bisschen was geerntet und trotzdem könnte man eigentlich jetzt schon wieder was ernten. Super gut. Okay, das ist hier Amaranth. Der hier lässt sich anscheinend ein bisschen hängen, aber die anderen wachsen eigentlich ganz gut. Warum der sich jetzt hängen lässt, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, das wird noch was. Dann ist hier hinten noch ein bisschen Basilikum. Hier habe ich Basilikum. Also Basilikum wächst auch richtig schön. Und hier der Basilikum. Und was richtig geil wächst, das ist wirklich hier die Kartoffeln, wie ihr hier seht. Also die werden riesig, die Dinger, das ist der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, die werden auch was Richtiges. Ich habe die jetzt zeitlang zu viel gegossen, da haben sie sich ein bisschen hängen lassen. Natürlich, wie Stefan halt mal so ist, ne? Er fängt einfach mal an, meint es zu gut, gießt jeden Tag. Dann merkt er, dass die Dinger sich hängen lassen oder halt ja, ein bisschen träger werden. Was macht dann Stefan? Stefan guckt dann natürlich viel zu spät im Internet nach, liest dann im Internet, dass man maximal 1 bis 2 Mal in der Woche gießen sollte. Gut, jetzt lasse ich es aber erstmal in Ruhe mit dem Gießen und gieße erst nach ein paar Tagen wieder und hoffe, die Kartoffeln vergammeln mir nicht und fangen trotzdem an zu blühen. Aber gut, war ein erster Versuch. Aus Fehlern lernt man ja. Versuch macht klug. So, ich sitze jetzt am Schreibtisch. Jetzt wird erstmal gelernt. Endlich fertig mit dem Lernen und jetzt darf ich gleich essen. Jetzt gibt's Essen, juhu! Wie ihr gesehen habt, ja, ich benutze Öl, ja, ich esse Soja und ja, ich habe zu viel Kurkuma auf mein Essen gehauen. Zum Thema Öl, man muss wirklich sagen, wenn die Ernährung an sich komplett stimmt, ist es wirklich überhaupt nicht schlimm, könnt ihr ab und zu mal ein bisschen Öl essen. Das Rührei hier ist jetzt einfach mit Bratöl gemacht, Bratöl, genauso wie Olivenöl, solche Sachen sind eigentlich sehr gut. Oder Kokosöl sogar, aber Kokosöl eignet sich nicht zum scharf anbraten. Sind sehr gut zum Braten verwendbar.
Müsst ihr auch euch überhaupt keine Gedanken machen, wenn die restliche Ernährung passt. So, und jetzt lasse ich mir mein leckeres Frühstück schmecken. Und da ich keine Angst vor Fetten habe, gibt es jetzt auch noch eine schöne Handvoll Nüsse. Und zwar sind das Mandeln, Walnüsse, Cashews und eine Paranuss. Na toll, jetzt habe ich mal wieder seit langem habe ich eine Sonnenbrille und was ist? Sie liegt natürlich im Auto und das Auto ist mit den Mädels unterwegs. Und eigentlich war heute auch schlechtes Wetter gemeldet, aber jetzt ist echt hell, jetzt muss ich natürlich ohne Brille los. Das ist erstmal das erste Manko. Das zweite Manko, ich muss hier mal wieder Pakete wegbringen, aber ich habe kein Bargeld mehr. Man kann da nur mit Bargeld zahlen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal zur Bank laufen, muss da Geld holen, da muss ich rüberlaufen zu dem Laden, der ist da hinten, um die Pakete abgeben und dann muss ich wieder davor laufen und muss Lebensmittel kaufen, weil vorher ist die Tasche nicht leer, also geht es nicht anders. Tschüss, schönen Abend noch. Pakete gerade abgegeben. Wen es interessiert, hinter mir ist es Langwitz. Jetzt ist hinter mir Langwitzkirche. Und hier EGE, Back und Snack heißt es. Da gibt es das Eis. Eis. Unter anderem auch veganes Eis dabei. Deswegen sage ich euch, dass die kleinste Eismanufaktur der Welt oder wie das heißt, habe ich ja mal bei Instagram gepostet. Und jetzt geht es erstmal zu Nahkauf. So, habe euch mal nicht mit in den Supermarkt genommen, weil ich denke mal, das ist 0,15, den Nahkauf kennt ihr ja schon. Ich habe auch nicht viel gekauft, waren bloß ein paar Kleinigkeiten, mit Gurke, Zwiebeln. Was war es noch? Champignons, Gurke, Zwiebeln, Champignons. Ach ja, und Manteldrink für meine Freundin. Da wir heute schon beim Thema Fette sind, bleiben wir auch beim Thema Fette. Erstmal muss ich dazu sagen, Fette sind unheimlich wichtig. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ihr dürft auf keinen Fall auf Fette verzichten. Also so wie es andere vorleben, sagen, Fette sind schlecht, Fette sind ungesund, verzichtet auf Fette. Das ist vollkommen falsch. Klar, wenn man jetzt wieder die andere Seite betrachtet, eben sowas wie ich halt heute gemacht habe mit Bratölbraten und sonst irgendwas. Das ist natürlich jetzt nicht gerade das Beste. Also davon ist eher ein bisschen abzuraten, aber in geringen Mengen ist es okay. Wichtig ist einfach das Fettsäurenverhältnis zueinander. Also von den gesättigten Fettsäuren, von den einfach gesättigten Fettsäuren, von den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Omega-3, Omega-6, dieses ganze Verhältnis zueinander. Wenn das passt, ist das auch in Ordnung. Und dann könnt ihr auch von euren Tageskalorien, können das auch ruhig mal 20 oder 25% können davon Fett sein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Kommt immer nur auf die Quelle an. Und wenn ihr allgemein euch gut ernährt, das habe ich ja gerade eben schon mal erklärt, dann ist es auch echt kein Problem, wenn ihr euch einfach mal ungesunde Fette gönnt oder zumindest relativ ungesund, so wie ich halt heute das Bratöl. Das ist ja eigentlich gar nicht ungesund. Es sind zumindest keine Transfette. Wovor ihr Angst haben müsst, das sind diese Transfette. Also Transfette, das bedeutet, das sind Fette, die stark verarbeitet wurden, die eigentlich nicht mehr natürlichen Ursprungs sind. Vor diesen Fetten könnt ihr auch wirklich Abstand halten. Diese Fette, diese Transfettsäuren sozusagen, die müsst ihr natürlich oder solltet ihr nicht in eurem Ernährungsplan einbauen. Was sind Transfettsäuren? Transfettsäuren, wie ich ja gerade schon gesagt habe, stark verarbeitete Fettsäuren, die findet ihr eigentlich in allen industriell hergestellten Lebensmitteln, also Fertigprodukte oder Ähnlichem. Deswegen vergisst niemals, die richtigen Fettsäuren in der richtigen Qualität und in der richtigen Menge, muss ich mal gucken, ob ein Auto kommt, sind gesund und sogar lebensnotwendig. Und dann hoffe ich, konnte ich euch endlich die Angst vor den Fetten nehmen. Wie gesagt, ich kann mich echt nur wiederholen und anscheinend kann man sich nicht oft genug wiederholen, wenn es darum geht, Fette sind wichtig. Schreibt mir einfach mal eure Meinung unten drunter oder wenn ihr einfach Fragen habt, schreibt es unten drunter. Zudem würde ich mir freuen, wenn ihr unten drunter schreibt, was ihr von mir als Ernährungsberater, als ganzheitlicher Ernährungsberater noch so gerne wissen wollt. Dann würde ich das als nächstes Thema in den nächsten Videos dran nehmen.
Da, 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 da. Meine Mädels sind jetzt auch endlich da. Das heißt, wir machen uns jetzt Abendessen. Dann ist der Tag eigentlich auch gelaufen. Was ich zu Abend esse, seht ihr natürlich immer auf Instagram.